Guten Tag, liebes Volk. Wir sind Boxer. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier seht ihr nun Tag 2 in Moskau, der überwiegend aus einigen Shootings bestand. Ganz genau. Wir haben den Tag mit einem Fotoshooting für Levi's angefangen. Mit Levi's hatten wir auch eine Kooperation. Und nach diesem Fotoshooting für Levi's mussten wir uns auch direkt beeilen, weil es weiterging in der Innenstadt mit einem Videodreh und Fotoshooting. Mit abgefahrenen Tänzern. This club and 5:45, yeah? Yeah. We should go now because the traffic is too fun. Unterwegs waren wir wieder mit unserer Freundin Roller Girl und sie hat etwas sehr Interessantes über die Bewohner des folgenden Hochhauses erzählt. They fuck all the time. Yes, it's every day they go to party. Während unser Kameramann Sebastian die verrücktesten Szenen mit russischen Tänzern gefilmt hat, waren wir schon wieder am Shooten mit Boris, dem Fotografen für Tigger und Levi's. Oh. I remember that. That's cool. It is so good, aren't Let's you? Let's go back. Woohoo! Check. Coming, man. Thanks a lot. Yeah. Nice. Yeah. Im direkten Anschluss haben wir uns wieder auf den Weg gemacht zu unseren russischen Autofreunden. Ja, und von mir wurde verlangt, dass ich inmitten der Russen anfange zu singen. Genau. Und auf dem Weg haben wir diese Prachtbauten überall stehen sehen. Das sind Stalins Machtbauwerke. Wie können die denn das mit deinem Wohnen? Груз это перенос. Но почему переключиться совсем? And then? Hey. No, you don't have to breathe it out. Итак, у нас на Стокси вечер приобретается новые оттенки. Сейчас будет просто жесть. У нас сейчас будет дуэт. Парень испанский, потом будет фристайл. Потом у нас еще есть группа из Германии. И у нас еще наши гости из Германии исполнят. Thank you.
Verrückte Nacht. Mal wieder, ja. Next Stop ist? Swiss Hotel Moskau. Direkt aufs Rooftop. Weil uns wurde gesagt, dass man da die besten Wings nehmen kann. Und wir müssen mal einen kleinen Break einlegen und ein bisschen runterkommen. Insofern schlürfen wir gleich gemütlich ein paar leckere Cocktails. Ein bisschen abschauen. Echt schon ganz schön, ein schönes Programm war. Ab dem Airport gemacht, getan, alles. Alles dabei gewesen. Ja, hiermit verabschieden wir uns dann also für Tag Nummer 2 und sagen Hallo zu Tag 3. Ach, Sergej, unser Dorman. Immer wieder einen lustigen russischen Spruch auf den Lippen. Den kann ich verstehen, aber er ist trotzdem süß. Sehr amüsant. Was für ein Herzchen. Übrigens fahren wir jetzt zu einem Shooting und der Fotograf ist auch Sergej. Also anscheinend so viele Sergejs. Alle Sergej. Easy. Geschafft. Das gefühlte 8. Shooting ist auch erledigt. Wir waren sehr cool. Alle komplett müde, sogar unser Kameramann. Ja, jetzt schlafen. Sebastian Dürr, was für ein traumhafter Typ. In jedes Loch ist er gekrochen. Der Beste. Also, wenn ihr mal so eine Reise vorhabt oder einfach einen geilen Kameramann braucht, schnappt euch Sebastian Dürr. Der zieht auf jeden Fall richtig durch. Absolut. So, und wir mussten uns eigentlich auch direkt schon ausruhen und uns bereit machen für den Rest des Tages. Und zwar folgte nämlich Ein Konzert! Ein Boxerkonzert! Unser Auftritt. Genau, deswegen nochmal kurz die Augen zu machen. Und dann machen wir uns auch schon wieder direkt auf den Weg zum Konzert. Nee, nicht hier lang, hier lang. Oh mein Gott! Es wird dramatisch, wie ihr seht. Die Welt geht unter. Ja, und was haben wir gemacht? Wir sind
Indien. Wir sind in die U-Bahn gegangen. Wir konnten einfach nicht mehr überirdisch weitergehen. Wir sind geflüchtet. Reicht er hier niemals? Ich habe auch noch 1000 Euro. Reicht's? Also 95 hat er gesagt. Nachdem wir uns kräftig gestärkt haben. Ein richtig feines Warm-up war das. Geht es jetzt endlich ab auf die Bühne. Walk with me for a moment. Tell me the story of your life. Side by side on the pavement. Of the night. Tell me your stranger memories. Would you give away your happiness for me? Tell me. And I'm giving you my soul. Fell for your play. I'm like a little gay. Tell me if there's a hole. Und wer war am Start? Das russische Fernsehen war wieder erwarten aufgetaucht. Ja, mit dicksten Kameras, genau in unseren Gesichtern. Mitten in der Nase.
Genau, und während ihr jetzt hier seht, wie wir uns noch so ein bisschen die Kante gegeben haben, im Anschluss verabschieden wir uns und sagen: Danke, danke, danke. Wir sehen uns bald wieder.